Lukas, Dankeschön. Hast du das ja, warte mal mit dem Kompliment, weil es kommen ja noch 6 Spiele. Lukas, hast du eigentlich das eingerichtet? Ja. Gibt es bei mir den Tatort-Modus? Ah, nee, das habe ich nicht mehr geschafft. No. Ah, schade, egal. Das machen wir dann nächstes Mal, Vince. Das Leiden schaue ich mir gerne an. Ja, so muss es nämlich sein. Ja, hey, seid so süß. Ich geil gleich. Im Prinzip müssen ja jetzt eigentlich eure Stamm-Communities müssen ja jetzt eigentlich immer schön auf die anderen gehen, ne? Das wäre ja eigentlich das wäre ja eigentlich die Meta. Aber wir vielleicht teilen ja auch doch auch, oder? Ich meine, ja. Macht ja auch Spaß. Ja. Wir sind ja nicht hier zum Gewinnen. Nein, ich doch nicht. Ich gewinne gar nichts. Ich gebe an Erfahrung hier. Genau, Erfahrung. Genau. Ach ihr Lieben, komm, lass mal weitermachen. Wir schauen uns das zweite Spiel an. Das ist jetzt kein Wissensspiel, keine Sorge, aber dafür vielleicht eventuell ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Oh shit, die Maus, Leute. Die Maus brauchst du nicht. Du brauchst deine Tastatur. Scheiße, ich bin doch kein Schreibmaus. Oh, Digga, Alter. Ich kann auch nicht. Ich mache immer noch System. Marco Polo Fingersystem hier auf meinem. Marco Polo Fingersystem? Was ist das denn, ein Marco Polo Fingersystem? Ach komm, Vincent, komm. Ja. Ich sag hier, lass gehen, was trinken, ey. Verlieren wir. Scheiße, Alter. Ihr Lieben, das Spiel ist relativ schnell vorbei. Hast du nicht gehört? Das Spiel ist relativ schnell vorbei. Ich denke mal, man versteht, worum es geht. Es geht darum, dass ihr jetzt einen Text bekommt, den ihr durchtippt. Ihr müsst auch nirgends in ein Textfeld, ihr tippt einfach los, sobald er da steht. Ja? GG. Solange ihr im Browser reingetappt seid, natürlich. Wa? Lasst euch nicht irritieren, ihr könnt nicht backspacen. Der Text hat Progress, wenn ihr euch vertippt, dann tippt einfach so lange, bis weitergeht. Das ist wie bei diesen Words per Minute-Geschichten. Gott, ja? Alter, Scheiße. Also, wer am Prinzip ist simpel, wer am weitesten gekommen ist am Ende, hat gewonnen. Ja. Ich hätte jetzt gerne, dass ihr lieben Menschen im Chat jetzt mal ganz kurz eine typische Abstimmung macht. Die startet jetzt auch. Und ihr sagt bitte, welche Person meint ihr, soll keine Punkte bekommen? Also, ich will nur mal sagen, es gibt hier ein Emote, das heißt, ich geil gleich. Und das ist, weil ich mit der Tastatur nicht umgehen kann, ne? Ich heul gleich schreiben und dann ist geil gleich geschrieben. Ja, okay. Ich weiß, dass ich mit diesem, ich glaube, ich muss wirklich früher sagen, wir machen das mal so. Wir machen mal einen Code aus, lieber Chat. Ich sag einfach 5 Sekunden vorher, Abstimmung startet. In diesem Tonfall. Und dann fangt ihr schon an und ich drück 5 Sekunden später, oder ich sorge 5 Sekunden später dafür, dass dann startet. Ich glaube, es haben noch einige geschrieben, nachdem der Timer schon rum war. Ich hatte eigentlich Kompensation, aber irgendwie geht die nicht. Gut, wir haben ein Voting. Digga. Wir haben ein Voting. Und ihr Lieben, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Macht euch ready. Ihr habt 1 Minute für den Text. Alright. Wenn 2 Leute gleich weit sind übrigens, dann muss ich überlegen, ob die Fehler dann zählen oder ob einfach beide die Punkte kriegen. Ist Groß-Kleinschreibung wichtig? Ja, und auch Interpunktion und Leerzeichen. Ich hasse alles, Leute. Und seid vorsichtig bei Leerzeichen, weil die sieht man nicht, ne? Okay, los geht's. Was? Wie? Hä? Ah. Ah, scheiße. Ah. Ich muss jetzt so eine Golfmoderation machen. Wir sehen hier eine sehr gute... Halt dein Maul, Mann! Ich kann mich nicht konzentrieren, Mann! Ich habe mich jetzt mal gerade im Discord gemutet. Das heißt, die hören mich nicht. Ich kann trotzdem labern. Oh, scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jon legt hier gerade richtig krass vor. Aber ganz ehrlich, dafür, dass Vince gerade eben so rumgemault hat, ist ja richtig gut. Vince, was ist denn das? Vince und Andi geben sich einen Kopf an Kopf rennen. Jungs! Hui, 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 hui. Aber Feldi ist wirklich stark dabei, Alter. Stark. Ich glaube, ihr müsst den gleich mal runter... Nein, hab ich nie gesagt. Was für Saft? Orangensaft. Alter, Feldi ist ja richtig, richtig crazy. O-Saft. Ihr müsst auch bitte bedenken, dass sie den gerade zum ersten Mal sehen, den Text. Mein Herz, ey, es ist Adrenalin, Alter. Fleisch. Ich verkrampfe. Alter, Finne, war das krass, ihr Lieben. Das war wirklich, wirklich, wirklich stark. Also im Chat wurde auch mitgefiebert tatsächlich gerade. Hier, Andi und Vince, ihr habt euch ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert zwischendurch. Das war wirklich krass. Ihr wart wirklich aufeinander. Heftig. Aber wer hier absolut vorgelegt hat, wir schauen mal ganz kurz rein, ist Feldi. Alter, Finne, hast du vorgelegt. Du hast wirklich, wirklich mal vorgelegt. Starke Nummer. Ich dachte, was für eine perverse Sau, ey. Also wirklich eine starke Nummer und dementsprechend kriegst du deine Punkte. Und ich muss sagen,
May, krass. Du hast das sehr schön eingefädelt. Hättest du jetzt die Runde geholt, hättest du ordentlich abgesahnt, muss ich sagen. Guck dir das mal an, 8% haben bei dir. Das heißt, aber du hättest richtig also wirklich. Es ist einfach so. Boah. Also es ist wirklich, jeder kennt mich, weil ich nicht mit Tastatur schreiben kann. Ich habe so eine Hand. Naja, aber immerhin kriegt dadurch Jon die Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Gut. Wir nicht haben insgesamt drei Texte, ey. Wir machen das Ganze nochmal. Ihr stimmt bitte jetzt. Boah, startet. Das habe ich gesagt, Abstimmung startet. Ich zitter, ich kann nicht mehr schreiben. Voll krass, oder? Adrenalin pumpt so richtig. Boah, war das Timing. War ein Timing. Also ich gewinne hier nicht, Leute, ne? Naja, aber wir machen ja jetzt, das ist das Schöne, wir machen ja jetzt vor jedem Game eine neue Abstimmung. Das heißt also, was? Stimmt die für Leute, mich, weil dann nee, kriegen die anderen Punkte. Wisst ihr, was das... Guck mal, das ist was ganz... Schau mal, das bringt eine Menge. Ich hatte bislang immer nur so 20 bis 24, jetzt haben wir 34 Votes gehabt. Ich muss das wirklich so machen. 20 Sekunden, 5 Sekunden vorher, dann funktioniert. Gut, vielen Dank euch fürs Voten, ihr lieben Freunde. Und dann würde ich sagen, zweiter Text. Er wird übrigens auch immer komplexer, natürlich, ist klar, ne? Ja, schön. Ja, holländisch. Nie gehört haben. Kommt, Leute, los geht's. Nee, Deutsch bleibt. So, ich mute mich jetzt direkt, dann kann ich direkt kommentieren. Guck mal jetzt, guck mal, siehst, oh ja, aber komm, ja, Feldi liegt wieder, oh, ey, ich fühle mich gerade wirklich, es ist für mich auch spannend, vielen Dank übrigens für das Kompliment vorhin. Was sind das für Wörter, die benutze jetzt. Ich nicht. Ja, das ist, das geht mir genau. Ja, das ist der Sinn, genau das ist der Plan. Du hast meinen Plan durchschaut. Mist. Aber hoppst das bei mir hoppst der Texte über die ganze Zeit. Ja, sorry, das ist manchmal ein Bug, das konnte ich nicht mehr fixen auf die Schnelle. Achso. Ich weiß, das nervt, aber das ist nicht beabsichtigt, nein. Castrop Rauxel kann ich mich erinnern, das ist der schlimmste Tag. Zitter! Wie diese Spiele mit Kamelen und Motorrad. Oh. Ja, ja, aber das, im Prinzip ist es ja wirklich so. Nein. Oh, Andi! ChatGPT, wo bist du? Oh, ja. Andi hat sich gerade. Andi hätte gerade. Hätte gerade Feldi überholt. Oh, Digga! Warum den? Guck, Vince! Hier, Schmackse! Vince hat auch Probleme. Ich weiß! Was? Vince hat auch Probleme mit Castrop Rauxel. Krass. Danke an die Fantasie. Alter, ich krieg das kotzen. Freut mich sehr. vielen Dank. Leck mich am Alter Finne, aber es war es, ja, ich auch. Es ist sau spannend euch dabei zuzugucken, Freunde. Es ist wirklich sau spannend euch dabei zuzugucken, weil Andi hätte fast Feldi überholt. Und dann hast du dich an diesem blöden Wort aufgehangen. Was war es nochmal? Schrotflinte? Nee. Kleinholz, irgendwas auf jeden Fall. Allzweckwaffe, glaube ich. Oder Allzweckwaffe. Irgendwas war es, aber du hast dich irgendwo aufgehangen und damit hast du es leider nicht geschafft. So sieht's aus. Guck mal. Schrotflinte war es doch. War Schrotflinte, glaube ich. Ach du Scheiße. Also, echt nicht schlecht, Freunde. Echt nicht schlecht. Hier, ihr Lieben, Vince May, schaut nicht so betröppelt. Für euch sind die Spiele dabei. Aber auch die Runde. Spiel 4, Spiel 5. Geht Spiel wieder an Jon. Und tatsächlich, ich hätte tatsächlich gedacht, es wäre radikaler gewortet worden, weil tatsächlich geht es voll. Aber wie? So klar einfach. Ja klar, sicher. Ja. Sicher. Frech, wirklich frech von euch im Chat. Da muss man Abstimmung wissen, startet. Das ist so, drei, ich mich bremsen, ey. Vier. Wenn bei mir 0 steht als Abstimmung, weiß ich, alle lieben mich. Na, gucken wir mal. Schauen wir mal. Okay. Chat rafft euch. Ja, Leute, hier. Macht eine gescheite Abstimmung, dann haben wir's. Vielleicht muss ich auch fürs nächste Mal die Zeit länger machen. Dann wären wir aber alle durch, glaube ich, ne? Wenn du die länger machst. Oder du meinst die Abstimmungszeit. Oh, da hat sich aber am Ende nochmal kurz was geändert. Was? Am Voting. Ich sehe das Voting ja immer direkt schon. Da hat sich am Ende nochmal ordentlich umgesprungen, ihr Lieben. Bedenkt bitte, dass ihr auch noch switchen könnt, eure Meinung. Ne? Einmal gebotet heißt nicht eingeloggt. Ihr könnt immer noch wechseln bis zum Ende. Gut, letzter Text, der ist richtig zum Kotzen. Boah. Ich freue mich schon auf eure Reaktion. Los geht's. Alter. Ja, Bruder! Schon wieder. Was denn? Ach, mir macht das Spaß. Häng auf. Oh Gott. Ich hänge mich auf? Was? Nein, bitte nicht. Okay. Ich lasse es einfach fließen für Wasser. Ein Wort. Ich bin Wasser. Ich bin das Text. Für Jone ist sehr gut. Oh Gott. Hätte ja funktioniert. Den hast du dir aus dem Arsch gesaugt, ey. Da hast du recht, ja. Ich hasse dich. Ja, macht nichts, kann ich mitleben. Ich sehe es an eurer Fehlerzahl übrigens, dass ihr mich hasst. Nein, es ist einfach dieser Text. Nein, fuck. Vince, alles gut?
Nein. Ich glaube, Vince kriegt gerade ein Kind. Ich muss nachher zur Therapie. Das geht. Die schärfen die Bannhammer. Koexistierende Biene, mein Koeffizient. Das ist. So, liebe Freunde, das war schon was. Ich glaube, das Mikro war im Weg. Das Mikro war im Weg. Ihr Lieben. Soll ich euch den Text mal. Wir lesen den Text mal zusammen, okay? Ich lese ihn euch mal vor. Hokus Pokus 28 Hexen, niemand muss mich verstecken. Katastrophenschutz der Redundanzarmee wird überdurchschnittlich frequent dem Analysekomitee vorgelegt, damit es eloquent zur spendablen Unterstützungsvariante tendiert. Kontaktverbot, Auseinandersetzungen und rudimentäre Schlüsselmomente im Leben jeglicher Paläontologen und anderweitiger kohärenter Konstruktverweigerer koexistieren prämaternal auf linguistischer Ebene, so viel ist sicher. Aber was zum Angst verschlissenen Bionalkoeffizienten hat dieser abstruse Humbug mit Kartoffelnackern zu tun? Das war ein schöner Text und so schauen unsere Statistiken aus. Leckt mich am Arsch, ey. Oh. Feldi, ey. Was ist das für ein kaputter Typ, ey? Ich wollte gerade fragen, wie macht das? Das ist halt wirklich ein krasses Monopol, was du hast. Und dementsprechend sieht halt auch das Voting aus. Was? Sorry! Tut mir leid. Junge. Okay. Aber ey, immerhin, ganz ehrlich, ihr habt euch mega wacker geschlagen und es ist halt wirklich leider Gottes ein Spiel, was sehr polarisiert. Das war auch schon der letzte Text, versprochen, wir sind mit dem Spiel schon durch. Gucken wir mal kurz in die Statistik von den Punkten. Wird ja jetzt wohl komplett anders aussehen, oder? Digga, geht das noch? Wenn wir nicht irgendwas mit Farben spielen, bei Farben, dann mache ich euch fertig. Junge. Ach, ihr Lieben, es kommen noch ein paar sehr schöne Spiele, es sind auch nicht alle so, keine Sorge. Es kommt auch nichts mehr mit Schnelltippen, keine Sorge. Ihr braucht die Tastatur, glaube ich, sogar nur noch. Jetzt kommt Musikspiel, alle sind Musiker, nur ich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Klar, das habe ich, nein, sowas habe ich rausgelassen, einfach weil ich nicht wusste, wie es aussieht. Feli, du Schwitzer. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder voted für Jona, ist sehr gut. Hey, Feldi, hast du eine, also bist du vergeben? Ja. Ich bin verheiratet sogar. Das ist mittlerweile. Deine Finger sind ja, die sind ja magisch. Was ist denn da los? Ja. Wie kriegst du das denn hin jetzt mal ohne Witz? Wie hast du das gemacht jetzt? Also hast du auch den Text geachtet? Ich bin nicht mit Hexen, aber ich kann schnell tippen. Okay. Aber das hat man gemerkt, ja. Das kannst du. Das stimmt, ja. Crazy. Frag die uns Ey, der Chat einfach, ne? Der Chat einfach wild. Gute Handarbeit, ja, genau so. Oh mein Gott, Alter.